Am 23. Februar 2024 fand eine bedeutende Pressekonferenz statt, auf der die ehemalige Landtagspräsidentin und derzeitige Landtagsabgeordnete Verena Dunst sowie der Bürgermeister von Olbendorf und ebenfalls Landtagsabgeordneter Wolfgang Sodl die aktuellen Entwicklungen im Bezirk Güssing erörterten. Ein breites Themenspektrum wurde diskutiert, darunter das Gemeindepaket, Ereignisse der letzten Landtagssitzung und die Pendlerpauschale und weitere relevante Angelegenheiten. Ja, schönen guten Morgen, verzeihen Sie die paar Minuten späterer Beginn. Ich freue mich, dass wir beide freuen uns, dass Sie gekommen sind und lassen Sie mal begrüßen. Wir haben heute vier Themen im Fokus, nur dass Sie die Übersicht haben. Ich darf beginnen mit zwei Themen, und zwar geht es, wie Sie ja schon hier sehen können, ums Gemeindepaket. Nummer zwei geht es um die Therme Stegersbach, und der Herr Abgeordnete Sodl hat dann auch zwei Themen für Sie vorbereitet, die sich teilweise auch, damit Sie aktualisierte Themen haben, auf die gestrige Landtagssitzung auch beziehen. Gestern war eine Landtagssitzung, wo viele der Punkte, die auch unser Südburgenland-Treffen besprochen worden sind. Und er wird zwei Themen in den Mittelpunkt stellen. Ich darf einmal beginnen. Zunächst einmal glaube ich, dass wir auch immer wieder sagen sollten, Sie kennen das. Der Süden hat immer gesagt, ui, Sieger Oma Sottl und dann ist Ende. Ich glaube, dass man jetzt von dem nicht mehr reden kann. Also ein südburgenländischer Landeshauptmann, der seine Spuren hinterlässt und sehr vieles im Südburgenland investiert, ist schon merkbar. Also wir haben noch nie eine, verzeihen Sie, das ist die Klimaanlage im Landtagssitzungssaal, die 100 Jahre alt ist und dann eben genau so, du weißt das, so ist, dass ich dann am nächsten Tag eine schlechte Stimmung habe. Wir haben also eine absolute Aufwärtstendenz im Bezirk Güssing, wo sehr, sehr viel investiert wird. Und dieser Aufwärtstrend, das merkt man auch, sage ich Ihnen ehrlich, im Gespräch mit der Bevölkerung, die jetzt schon sagen, okay, jetzt merkt man, da wird jetzt viel, da passiert viel in den südlichen Bezirken, da passiert viel und wird viel investiert. Ich möchte nur einige Beispiele sagen. Das erste ist Aktivpark. Es wird oft diskutiert und gesagt, ja, was kauft der Landeshauptmann nicht noch alles und was tut er? Bringen wir es am Punkt. Der Aktivpark war seit 2009 mehr oder weniger tot. Ihnen brauche ich nichts erzählen, was da für Gespräche mit dem Herrn Haselbacher gegeben hat. 2009 war da natürlich einschneidend die große Überschwemmung. Und da wurde nichts investiert und der Aktivpark ist ziemlich fertig gefahren. Weil stellen Sie sich vor und sehen Sie sich Venedig an, seit 2009 ist das alles im Wasser gestanden. Und da wurde nichts investiert und dementsprechend merkt man auch, und das hätte niemals, es hat ja eh genug Versuche gegeben, niemals ein Privater gekauft, weil da wirklich Investitionen notwendig sind. Der Aktivpark ist aber wichtig. Wir haben Gott sei Dank ein Hotel, klein, fein, nämlich draußen den Freiraum, aber Güssing braucht dieses Hotel, weil wir können nicht sagen immer, liebe Gäste, kommt und kommt auch in die Bezirksvorstadt und dann haben wir nicht einmal etwas mehr an Kapazitäten anzubieten. Wie gesagt, wir sind alle froh über den Freiraum, aber der ist doch beschränkt in der Bettenanzahl. Es soll ja auch dann ein sportlicher Event werden, dass man wieder junge Menschen, Fußballclubs und so weiter bringt, aber das wird natürlich dauern, weil hier die Sanierungsarbeiten also sehr, sehr groß sind. Das zweite ist die Burg. Sie kennen meine persönliche Meinung, dass ich mir ein anderes Abstimmungsergebnis erwartet habe. Ich habe nach der Abstimmung mich vorher nie geoutet, aber nach der Abstimmung ganz klar gesagt, diese Investition in der Höhe von 50 Millionen auszuschlagen, fragt uns ganz Österreich, ob wir an die Wand gelaufen sind. Ich wiederhole, jetzt beispielsweise mein Kollege, Landtagspräsident Rohr, hat es zu mir gesagt, geht es euch noch gut? Es ist aber wie es ist. Und das ist zur Kenntnis zu nehmen. Die abgestimmt haben seitens der Bevölkerung, haben sich anders entschieden. Jetzt kann man sagen, okay, wir nehmen das zur Kenntnis, die Burg stirbt. Nur so kann man nicht arbeiten und deswegen kann ich mich nur wirklich bedanken
beim Landeshauptmann, der für Kultur zuständig ist. Sie bekommen das ja eh mit Investitionen, neue Ausstellungen, Schwerpunkte inklusive Kulturprogramm, wo ja der neue, unser neuer Kabarettist und eben hauptsächlich auch dafür verantwortlich ist. Das haben sie bekommen. Es ist ja ausgeschickt worden, das Pressegespräch, beziehungsweise wird das auch in der Folge jetzt beispielsweise wieder zur Belebung kommen mit der neuen Ausstellung, und beziehungsweise auch braucht es natürlich neue Tribünen und so weiter und so fort. Also es wird investiert. Ich kann mir schon vorstellen, was Sie sagen und sagen, naja, kann es wieder Hochzeiten geben? Ja, keine Frage, aber da muss man auch realistisch sein. Da muss man jetzt einmal schauen, wie schaut die Restauration aus, was wird investiert. Und dann letztendlich haben wir das Kulturzentrum, und über das gibt es natürlich viele, viele Gespräche. Wie organisiert man das? Weil wir werden nicht so viele Interesse bekommen, dass für alles ein eigener Wirt und eine eigene Gastronomie hochzufahren sein. Also daran wird gerade im Hintergrund gearbeitet, aber ich bin sicher, dass man da eine Lösung finden wird. Aktivpark, Bug, kurz, letztendlich, das alles zu koordinieren und eine Gastronomie zu haben, dass man 2025 wieder im größeren Stile was anbieten kann. Thermes Stegersbach ist ein Beispiel. Auch da wird diskutiert und gesagt, naja, was kaufen wir noch? Meine Damen und Herren, das war die Alternative. Nämlich, dass das Land auch hier eingreift. Sie wissen, und vielleicht ist das nicht oft klar kommuniziert worden, der Herr Karner Reiter hat ganz klar gesagt, mit Ende Februar ist zu. Ende Februar ist vorbei. Da wird zugesperrt. Er hat ja versucht auch, Sie dürfen ja nicht vergessen, wir reden ja hier nicht nur von den verschiedenen Hotelanlagen. Wir reden von der Therme, die nicht mehr öffentlich war. Wir reden vom Golfplatz, wir reden von den Wasserrechten und, und. Das ist also ein Riesending. Er hat es ja versucht zu verkaufen, ist nicht gelungen. Und die Alternative wäre gewesen zu 200 Arbeitsplätze vor Ort, allein am Golfplatz und in den Hotels. Und da möchte ich schon auch betonen, Sie wissen und schauen Sie sich das einmal gerne an oder fragen Sie, es beliefern, und das war immer so gedacht, sehr viele regionale Wirtschaftstreibende, die einfach vom Gepäck übers Fleisch, über Getränke und so weiter jeden Tag dort liefern. Und auch da kommen sicher mindestens 150 Arbeitsplätze dazu. Also hier zu diskutieren, hätte man nicht, wäre zu. Jetzt mit Ende Februar wäre das alles zu. Wie geht's weiter? Vielleicht darf ich hier zitieren, das haben Sie aber, davon gehe ich aus, bekommen. Nämlich die Presseaussendung, beziehungsweise hat es ja auch Pressekonferenzen gegeben, wo ich weiß, dass Sie alle dabei waren. Nämlich die Presseinformation, beispielsweise das Land sichert Standort für die Zukunftsübernahme der Therme Stegersbach, ist rechtskräftig. Das war das Letzte, was Sie erfahren haben. Und dass hier die Frau Manuela Klawatsch, die stellvertretende Geschäftsführerin der Therme Lutzmannsburg ist, operative Geschäftsführerin ist, und der Werner Cerutti, der Geschäftsführer ist in der Therme Lutzmannsburg, auch das noch unterstützt. Also besser geht es nicht mehr, weil die natürlich vom Fach sind und das jetzt in die Hand genommen haben. Das heißt, es kehrt jetzt all das, was ich aufgezählt habe, Golfplatz, Therme, Hotelanlagen, gehört alles der Landesholding Burgenland. Und ein entsprechender Vertrag ist ja schon unterzeichnet, das ist jetzt auch alles rechtskräftig, kennen Sie, haben Sie bekommen. Wie geht es dort weiter? Auch das wurde Ihnen ja schon mitgeteilt, nämlich, dass man, dass das ausgeschrieben ist, ist natürlich eine Riesenausschreibung international, dass jetzt natürlich sukzessive in den nächsten Monaten geschaut wird, wer betreibt es, kann man es vielleicht auch noch verkaufen, aber mit der Maßgabe, dass überall, nicht am Golfplatz, Gott sei Dank, sondern im Hotel, in den Hotelanlagen, aber vor allem auch in der Therme investiert wird. Worüber sie natürlich auch man sich Gedanken macht, ist die Ausrichtung. Sie kennen das Thema beispielsweise Balance Hotel,
Da hat man auch einmal die Ausrichtung, Sie erinnern sich, vor ein paar Jahren geändert, keine Kinder mehr. Adult Salon. Das bin ich sicher und ich habe viele Gespräche geführt mit den jeweiligen Geschäftsführern. Jetzt gibt es eine neue Dame, das wissen Sie, ob das gescheit war. Und natürlich muss man jetzt eine neue Ausrichtung, das kann man aber erst einmal im Betreiber machen. Ein zweites Lutzmannsburg, wo man sagt, das wird das ganz große Kinder-Eldorado wird nicht gescheit sein. Man wird ja nicht sich selber beispielsweise hier konkurrenzieren. Aber die Ausrichtung mit Kindern durch die Therme wird natürlich auch mit dabei sein, weil es höchste Zeit wird. All das wurde ja schon sehr schlecht besucht. Die Preise wurden immer adaptiert und ich sage Ihnen, die Preise jetzt auch schon. Und hier gab es, ich weiß nicht, ob das bei Ihnen vorbeigegangen ist oder ob Sie es gesehen haben, gerne kopiere ich Ihnen das, weil jetzt ist ein neues Schreiben in Form eines Flugblattes an die Haushalte im Südburgenland ergangen. Allegria, Therme Stegersbach, neu. Das, ich sage Ihnen, als Familienlandesrätin damals schon, habe ich immer gekriegt, ja, die Eintritte sind zu teuer und jetzt ist die Qualität in der Therme auch immer schlechter geworden, weil nichts mehr investiert wurde. Und daher sind jetzt neue Preise festgelegt worden und die sind sehr moderat. Und das ist eben möglich, weil die Landesholding hier eben als Eigentümer auftritt und weil es ja wichtig ist und die ersten Volksschulen gehen jetzt auch wieder hin, Schüler und Schülerinnen gehen hin. Warum? Ich habe mit dem Herrn Reiter oft genug abgestritten. Warum? Weil man beispielsweise in Ferienzeiten, gerade dann, wenn die Familien dorthin gehen, dann immer die Preise hochgezogen hat. Das gibt es jetzt nicht mehr. Steht alles da drauf, wie gesagt, falls Ihnen das untergegangen ist, im Puls der Zeitungen und so weiter und der ganzen Flugblätter. Jetzt gibt es einen Preis, einen garantierten Preis. Der garantierte Preis ist für eine Familienkarte und das finde ich echt super. 73 Euro. Das heißt, wenn ich als Familie hingehe, wurscht ob Eltern und ein Kind, zwei Kinder, drei Kinder, wie auch immer, gibt es eine Familienkarte, die kostet für einen Tag 73 Euro. Ich sage Ihnen nur, dass ich letzte Woche im angrenzenden Bundesland war mit einer Abendkarte. Gut, dass ich schwer bin. Mit den Preisen derart angezogen, dass du dort über 40 Euro zahlst als Erwachsener für eine Abendkarte ab 17 Uhr. Also, jetzt 73 Euro für den ganzen Tag, nicht limitiert auf die Uhrzeit. Egal wie groß die Familie ist. Es gibt auch, und das habe ich wichtig gefunden, eine Nachmittagskarte und eine Abendkarte. Die Preise finden Sie übrigens da nicht, deswegen sage ich es Ihnen extra, Rest steht auf diesem Flugblatt. Also die Nachmittagskarte kostet 22 Euro. Die Abendkarte 18 Euro, ich sage Ihnen, was ich zahlt habe in der angrenzenden Steiermark, 45 Euro. Ab 17 Uhr, 45 Euro. Also das kommt schon was. Da kostet sie 18 Euro. Warum ist so wichtig, dass sich unsere Familien im Südburgenland, weil es sollen ja Gott sei Dank die Güssinger kommen, aber gerne natürlich auch angrenzende Bundesländer, aber das ganze Südburgenland, weil man es wieder hochfahren muss. Das war ja oft schwierig, also mich hat das immer sehr betroffen gemacht. Sie fahren ja dort auch, besonders Sie natürlich auch, vorbei und dann steht vor der Therme stehen drei Autos. Also das kann nicht gehen. Und jetzt mit diesem Angebotspaket wird das super sein. Steht übrigens auch drauf, das brauche ich Ihnen also auch nicht lang und breit erklären, dass von Montag bis Freitag die Saunalandschaft, jetzt beispielsweise Gratis-Sauna, ein Monat, fast ein Monat vom 26.02. bis 22.03. Gratis-Sauna ist. Weil die war einmal gut besucht und war jetzt ganz schlecht besucht. All das, wie gesagt, werden wir Ihnen dann sofort kopieren lassen. Und jetzt wird wieder hochgefahren. Wir reden in der Therme ungefähr von einem bis zum Frühjahr, Sommer hinaus, bis die Vergabe erledigt ist. Und dann wissen wir, bleibt das Land der Eigentümer, weil man es nicht verkaufen kann, oder und nimmt sie dann natürlich einen Betreiber. In Wirklichkeit gehört ja das Balance beispielsweise, wissen Sie, ja auch nicht Falkensteiner, sondern die betreiben das halt. Gehören dort zu privaten Investoren. Das wird man sehen. Aber bis zum Sommer wird man hier sehen, wie sich das verhält. Aber auf alle Fälle haben wir an die 350 Arbeitsplätze erhalten.
Die Arbeitsplätze sind jetzt natürlich dementsprechend auch wichtig in der Region und für die Familien und für die Erwachsenen an sich alleine ohne Kinder ist dieses Paket, das man jetzt gelegt hat, unglaublich und super. Es wird sicher auch angenommen werden, da bin ich also ganz, ganz sicher. Ich habe vorher vergessen bei der Aufzählung, was sich im Südburgenland tut. Das darf ich vielleicht noch um eins erweitern und zurückspringen, Verzeihung. Die Klinik Oberwart, Sie wissen, dass in wenigen Wochen die Eröffnung ist. Und das hat natürlich Auswirkungen auf den Bezirk Güssing und Jenersdorf. Warum? Sie haben gehört, dass hier eine Neurochirurgie entsteht. Das heißt, bis zu Kopftumoren und kann man dann in Oberwart operieren. Es sind unglaublich tolle Kapazunder. Ich sage es nicht auf Moschendorferisch, sondern unglaublich tolle, kompetente Ärzte gewonnen worden. Warum? Weil man es halt dementsprechend zahlt, sonst kann man es nicht. Und es wird auch eine zweite Orthopädie-OP-Geschichte hochgefahren. Warum? Hören Sie sich mal in der Bevölkerung um. Natürlich sagt der eine oder andere, boom, ich kann auch nicht mehr da hatschen und muss länger warten, ich hätte jetzt gern bald operiert werden. Also auch das aus der Bevölkerung kommend, das aufgegriffen wurde. Also Neurochirurgie, zweite Abteilung, Orthopädie und das ist ganz wichtig. Und dass man in die Klinik Güssing auch einiges investiert hat und ich kann Ihnen nur sagen, das wird sehr, sehr gut angenommen, nämlich die Remobilisation. Der wird jetzt noch ausgeweitet. Aber das ist genau das, was ich jetzt in meiner doppelten Funktion auch als Volkshilfe merke. Es war sehr, sehr schwierig. Wir haben viele Leute, die alleine sind. Und wenn die dann mit einem Oberschenkelhalsbruch vom Spital heimgehen, dann brauchst du fast zwei Betreuer und zwei Pfleger rund um die Uhr, bis die wieder remobilisiert sind. Das passiert jetzt im Krankenhaus Güssing, was mir auch sehr wichtig ist. Das war der erste Teil. Und ich komme zu meinem zweiten Thema, das ich vorher schon angesprochen habe, Gemeindepaket. Sie haben die letzten Wochen ja das begleitet medial und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe ein paar Mittagessen verloren. Ich wette gern, falls Sie das, ich mache nicht Lotto, Toto und solche Dinge, aber so politische Dinge wette immer. Und nachdem ich ja Jahrzehnte in der Politik bin, sage ich ehrlich, gewinne ich ja oft, weil ich mir das schon ungefähr die Situation ausmalen kann. Diesmal habe ich verloren. Warum? Und das waren ein paar Mittagessen, die jetzt alle noch zum Teil dann auch abhalten muss. Ich hätte nie geglaubt, dass die ÖVP nicht mittut. Warum? Jetzt wissen Sie, dass die Gemeinden jammern, und die haben alle Fug und Recht, dass das immer alles teuer wird und dass es immer schwieriger wird und Investitionen aber wichtig sind. Und da war ich 100% bin ich davon ausgegangen, weil ich ja die Hintergrund Gespräche weiß, was man da der ÖVP schon alles zugesagt hat und dass die ÖVP dann bei diesem Gemeindepaket, wo sie nichts für die Bevölkerung zu verlieren gibt, sondern zu gewinnen, das habe ich nicht verstanden. Und deswegen habe ich auch verloren, ich stehe dazu, aber man kann sich auch einmal irren. Ich finde es auch, sage ich Ihnen ganz ehrlich, von der ÖVP etwas überraschend und politisch nicht gescheit, dem nicht zuzustimmen. Weil ich ja jede Gemeinde kenne, was die für Abgänge im Kindergarten haben, weil ich ja selber sehr lange zuständig war und sehr viel gemacht habe in diesem Bereich. Und ich weiß, dass die Gemeinden nicht alle auf mich gut zu sprechen waren, weil sie gesagt haben, wie ich 2009 damit begonnen habe, eine habe deren, aber das kostet uns viel Geld, nicht nur dem Land, sondern auch uns als Gemeinden. Die sich gefreut haben und freuen, sind natürlich die Eltern, weil das kostenlos ist in der Kinderkrippe und Kindergarten. Und das war mir wichtig und ist sicher auch den Gemeinden sehr wichtig. Es gibt eine Auflistung von Gemeinden, ich nehme an, Sie kennen die, wie viel jede einzelne Gemeinde verliert. Kennen Sie das? Weil wenn nicht, ich habe alles da, kann man natürlich auch gern kopieren für Sie. Wenn ich mal anschaue, natürlich größere Gemeinden, jetzt nehme ich mal Oldendorf her, das ja auch super ausgestattet ist, oder beispielsweise Stegersbach mit einem Abgang im Jahr für die Kinderbetreuung von 309.000 Euro. Oder der Bürgermeister Knorr in Güssing, also das ist schon eine Summe 425.000 Euro. Aber auch mein kleines Minidorf mit nicht einmal mehr 400 Einwohnern verliert beispielsweise, und das ist viel Geld für uns, 45.000 Euro. Alle Bürgermeister und Bürgermeisterinnen, innen, zwei haben wir im Bezirk, jammern ständig und sagen, es geht sie nicht mehr aus.
Dann war aber die Entscheidung eigentlich seitens der ÖVP von der Führungsriege. Und ich habe Gespräche und viele Freunde auch in der ÖVP. Und ich höre von den ÖVP-Bürgermeistern, dass sie nicht amused sind über diese Entscheidung, die ganz oben in der ÖVP getroffen wurde, weil die sind nicht gefragt worden. Das heißt, ich bin nicht ganz sicher, ob das halten wird, ob man das nicht nochmal aufmacht. Weil die Bevölkerung natürlich ordentlich sauer ist und sagt, hallo, um das geht, weil sie dürfen nicht vergessen, wir haben diese Zahlen von unseren 28 Gemeinden zusammengezählt. Und meine Damen und Herren, schauen Sie sich das an, das ist unglaublich. 2,99, also 3 Millionen pro Jahr, gehen den 28 Gemeinden verloren. 28 Gemeinden verlieren 3 Millionen Euro. Und wenn ich jetzt jede Gemeinde hernehme und sage, okay, mit denen könnten Sie schon mal wieder bei der Feier was investieren, dort ist vieles notwendig, dann könnten Sie den Vereinen die Förderungen geben. Und bitte, vor allem verstehe ich nicht, wenn man dann in den Gemeinden jetzt mit dem neuen Jahr Gebühren erhöht. Da sind gar nicht wenige Gemeinden, so ein Kanalgebühr und, bis zur Friedhofsgebühr. Jetzt erhöhen wir. Das kann ich nicht akzeptieren. Und ich sage ganz ehrlich, dass ich unseren roten Minderheitsgemeinden, und wir haben mit derer genug, von 28 haben wir 12 Bürgermeister gesagt, habe, stimmt sie auch nicht mit. Weil ich kann nicht das akzeptieren, wo die ÖVP das verhaut und auf der anderen Seite der Bevölkerung einen Haufen Geld vorenthält und auf der anderen Seite sage ich, und jetzt darf es aber mehr Kanal zahlen und jetzt ist alles viel teurer. Also da kann ich als Minderheit die ÖVP-Bürgermeister nicht unterstützen, wenn es vorher das ausschlug. Aber nochmal, ich weiß von vielen Gesprächen, es haben ja auch einige proaktiv von den ÖVP-Bürgermeistern angeredet, die nicht zufrieden sind. Also da schlummert es und nein, schlummert nicht, das ist falsch. Da geht es ordentlich. Schauen wir mal, ich hätte mich für den Bezirk Güssing gefreut, wenn das anders gewesen wäre. Weil die Fragen bleiben für mich offen. Wer hat die Entscheidung getroffen? Nicht die Bürgermeister und Bürgermeisterinnen, die gefragt wurden. Welcher Bürgermeister verzichtet gern freiwillig auf so viel Geld? Welche Bevölkerung hält das für gut? Weil sie dürfen nicht vergessen, das habe ich vorher nicht gesagt. Das ist ja nicht einmalig. Diese 3 Millionen Euro verliert, das war ja weitergegangen, jedes Jahr die 28 verlieren, die 28 Gemeinden. Jedes Jahr. Und wo es war dem entgegengestanden, wenn man sagt, der Müllverband, du kannst ja nicht, kann man ja nicht davon reden, dass der jetzt der eine oder andere sagt, ja, ich verwandte Gebühren teurer geworden. Super, haha. Ich meine, im Jahr Jänner 2025 Landtagswahl. Also ich gehe davon aus, dass der Landeshauptmann, der ein großer Stratege ist, wenn ihm jetzt der Müllverband, der Burgenland-Holding, der Landesholding gehört hätte, dass die Landesholding hergeht und dann gerade jetzt noch am 24er Jahr die Gebühren erhöht. Also, wird böse sein. Das heißt, ganz, ganz wichtig, dass vielleicht hier es noch ein Umdenken gibt. Ganz, ganz wichtig, weil es den Gemeinden wirklich schlecht geht. Und das sind vor allem natürlich auch die kleinen Gemeinden, und derer haben wir ja genug. Weil vorher Ollersdorf beispielsweise ist größer, es ist Tobey größer, es ist Oldendorf, Stegersbach größer, Stienerz größer, aber dann ist eh schon bald aus. Güssing natürlich. Und alle anderen geht es noch schwerer, weil da jeder Euro umgedreht werden muss. Schauen wir sich das einmal an, aber das ist, wie gesagt, ich stehe dazu, ich habe die Wetten verloren, weil das ist eine Entscheidung seitens der ÖVP, wenn ich das mir erlauben darf zu sagen, die falsch ist. Das wird ihnen sprichwörtlich auf den Kopf fallen, weil natürlich die Bevölkerung das auch mitkriegt. Vielleicht ändert sich das noch. Das waren meine zwei Themen. Und ich darf jetzt an den Herrn Bürgermeister bzw. an den Herrn Abgeordneten und letztendlich ist er stellvertretender Clubobmann der SPÖ Burgenland das Mikro weiterreichen. Ja, danke Verena, ich darf Sie natürlich auch recht herzlich begrüßen. Ich wünsche einen schönen, wunderschönen guten Morgen. Ja, letztendlich Themen, die die Gemeinden in unserem Land betreffen, die letztendlich das Südburgenland betrifft. Möchte vielleicht noch zum Gemeindepaket dazufügen oder auch einführen für meine nächsten beiden Punkte. Ganz einfach gesagt, warum ist die Situation
eigentlich in unseren Kommunen, warum ist die Situation bei unseren Menschen draußen so. Es hat ja alles Ursachen und Gründe. Letztendlich muss man sagen, dass der größte Teil dieser ganzen Situation geschuldet ist, die Inflation, die vorherrscht europaweit, aber letztendlich die große Thematik und Problematik für Österreich, aber jetzt vordergründig für unser Land und für unsere Kommunen und Menschen ist an und für sich die Inflation, die wie in Österreich vorherrscht. Mit Ende Jänner ist Österreich die Inflationsrate bei 4,5% und wir wissen, dass im Europaschnitt die Inflationsrate bei 2,8% liegt. Und man muss schon gerechtigt politisch die Frage stellen, warum haben das die meisten Länder im Europaraum geschafft und warum hat es Österreich in dieser Form nicht geschafft. Im Jahr 2023 lag die Inflation 7,8% deutlich über dem durchschnittlichen Schnitt Inflationsrate in der Eurozone mit 5,4%. Und dass man ein bisschen ein Gefühl kriegt, was bedeutet das an und für sich für die Menschen in unserem Land. Das heißt 623 Euro pro Jahr mehr Belastung für jede Österreicher, für jede Österreicherin. Und für die österreichische Bevölkerung hat das in 2 Jahren 10 Milliarden Euro an Kaufkraft verloren. Und natürlich spiegelt sich das wieder im Bereich der Kommunen. Letztendlich wissen wir ganz einfach, dass wir in den Gemeinden an und für sich, so wie jetzt die ganze Situation ist, letztendlich nur mehr verwalten können und nicht gestalten. Und für viele Gemeinden wird das nicht möglich sein. Gibt dort Kommunen und nicht nur in Burgenland, weit darüber hinaus, so wie jetzt dabei, die was massivste Probleme haben, ihre Mitarbeiter zu halten und zu bezahlen. Und geschweige dann wichtige Projekte ganz einfach umzusetzen. Und Sie wissen ja natürlich, das betrifft ja jetzt nicht nur die Kommunen, letztendlich die Wirtschaft. Und wenn Sie, so wie ich, bei Unternehmen, Firmen bin, ganz einfach, dass sehr viele jetzt in dieser Situation, wo die Auftragsbücher Weihnachten, Neujahr, Jänner, Februar voll waren für das ganze Jahr, gerade in der Bauwirtschaft, im Bereich Hochbau, warten die ganzen Firmen auf Aufträge. Ein massivstes Problem. Und letztendlich, das könnte man sagen, okay, das sind Baufirmen, aber letztendlich, was dort alles dranhängt, die ganzen Betriebe, vom Elektriker sage ich jetzt einmal, ist besser, weil die Situation ist, dass jetzt dann und für sich noch viele ganz einfach im Bereich der erneuerbaren Energie, Energieträger, Heizsysteme umstellen, PV-Anlagen, Speicheranlagen machen. Aber darüber hinaus, sage ich jetzt einmal, ist das Bau- und Baunebengewerbe massiv davon betroffen, dass sich die Menschen an und für sich nichts mehr leisten können. Was heißt das? Und ich möchte das vor allem jetzt auch runterbrechen auf unsere Menschen, auf die Region, auf den Bezirk, auf unsere Gemeinden. Und es ist für mich ein Steckenpferd natürlich die ganze Situation, was sich auch im Bereich für unsere Pendlerinnen und Pendler hier abspielt. Und möchte schon auch betonen, dass das Land Burgenland hier massivst das erkannt hat und dagegen gearbeitet hat. Allein, was Inflation betrifft, aber natürlich auch, was letztendlich die Kosten und die Explosion von Energie hier auch gemacht hat. Möchte vielleicht trotzdem sagen, was Pendler betrifft. Wir wissen ganz einfach, dass die Politik hier Aufgaben hat in unserem Land, um Arbeitsplätze zu schaffen, Rahmenbedingungen zu stellen für Arbeitsplätze, dass es so wichtig ist, dass unsere Pendlerinnen und Pendler so weit wie möglich ganz einfach von ihrem Wohnort zu ihrem Arbeitsort fahren können, so wie jetzt dabei.
Und dort ist natürlich für mich die höchste Priorität, dass wir Arbeitsplätze, Frau Präsidentin hat das schon angesprochen, wie wichtig das ist an und für sich, die Diskussion Stegersbach-Therme, was das letztendlich heißt, Arbeitsplätze zu verlieren. Das sind jetzt direkt davon betroffen, aber letztendlich auch immer wiederum ist ja das bedingt, dass dort auch Unternehmen zuliefern und auch wiederum natürlich Arbeitsplätze und Wertschöpfung im Bezirk und auch in der Region bleibt. Und letztendlich ist es ja dem Land Burgenland und den politischen Verantwortlichen gelungen, die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass es in der Geschichte des Landes noch nie so viele Arbeitsplätze im Burgenland gegeben hat. Und zwar wegen diese derzeit bei ca. 112.000 Berufstätige, die im Land hier Arbeit finden. Und natürlich, das sage ich jetzt einmal, die zweite Priorität ist, und die ist auch sehr, sehr wichtig, ich möchte das auch unterstreichen, das ist an und für sich, dass wir die Menschen in den öffentlichen Verkehr mit einbinden. Und da ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dass der öffentliche Verkehr so attraktiv ist, dass die Menschen an und für sich dieses Angebot seitens des öffentlichen Verkehrs auch annehmen. Persönlich mir wichtig ist es deshalb, weil ich selber davon betroffen bin, selbst als ehemaliger Pendler, als Pendler, als Wien-Pendler ganz einfach, ich selbst nachvollziehen kann, was das letztendlich heißt, wenn man als Pendler, wenn man mit diesem Leid ganz einfach umgehen muss. Ich komme aus einer Pendlerfamilie und wie Sie alle wissen, vor allem auch im Bezirk, in der Region, dass das Südburgenland eigentlich immer wiederum als Pendlerland dagestanden ist. Viele unserer Väter, Großväter, die dann letztendlich nach Wien gependelt sind, um dort am Bau zu arbeiten. Und ich möchte schon in Erinnerung rufen, dass man Anfang der 80er Jahre, wo ich selber davon betroffen war, als Südburgenländer, Oppenbezirk, Oberwart, alle Wien-Pendler waren Wochenpendler. Es hat dort eigentlich ganz, ganz wenig, die dort ein Tagespendler waren. Vor allem im öffentlichen Verkehr war das unmöglich, sage ich jetzt einmal. Und letztendlich wissen wir, und das möchte ich auch hervorheben, dass wir im Bereich des öffentlichen Verkehrs hier Quantensprünge positive vollzogen haben in Südburgenland. Ob das mit 2 Jahren beginnend war mit der Graz-Linie, natürlich auch im Vorfeld, natürlich war die G1-Linie nach Wien schon mal ein Quantensprung, wo man dort Tagespendler erreicht hat. Und das sind gar nicht so wenig, sage ich jetzt einmal. Das sind ca. 2500 Personen, die täglich nach Wien und von Wien wiederum in das Südburgenland pendeln. Aber letztendlich mit der VBB, mit den Verkehrsbetrieben Burgenland, wo wir vor 2 Jahren gestartet haben, dass wir nach Graz hier den öffentlichen Verkehr ausgebaut haben. Letztendlich auch jetzt die Strecke, und im vergangenen Jahr war das eigentlich, dass wir die Strecke mit September 2023 vom Südburgenland nach Eisenstadt beziehungsweise vom Mittelburgenland nach Oberwart und letztendlich mit 4. September haben wir gestartet in den Bezirken, in den südlichen Bezirken Jennersdorf, Güssing, Oberwart, Oberpullendorf, das BAST eingeführt haben, das burgenländische Anrufsammeltaxi, wo letztendlich alle Gemeinden hier auch daran teilnehmen, 100 Gemeinden, nicht alle, eine ist noch nicht dabei. Und ich möchte jetzt auch grundsätzlich sagen, dass wir wissen, das hat ja auch eine Geschichte, das hat ja eine Begründung, warum das Burgenland die höchste Dichte aller Bundesländer im Bereich der PKWs hat. Auf 100 Burgenländerinnen und Burgenländer kommen 69 PKWs. Das ist natürlich kleine Gemeinden, große Streusiedlungen, wenig, gar keine Möglichkeit, in den öffentlichen Verkehr umzusteigen. Letztendlich behaupte ich, dass man durch eine neue Ära einen Quantensprung im öffentlichen Verkehr vor allem für das Südburgenland hier auch gemacht hat. Ja, letztendlich muss ich den Vorwurf ja aussprechen, dass die Bundesregierung bis dato es nicht geschafft hat, die Teuerungswelle zu bremsen.
wie ich eingangs gesagt habe, liegen wir dort am Stadtplatz, was die Inflation betrifft. Und ich behaupte immer wieder, um aus dieser ganzen Situation heraus, gerade auf die Pendlerinnen und Pendler bezogen, dass sich viele Menschen jetzt aufgrund dieser Situation das Leben nicht mehr leisten können, behaupte ich grundsätzlich, dass es Menschen gibt, die sich die Arbeit nicht mehr leisten können. Begründet dadurch, dass die Kosten für das Pendeln eigentlich sehr teuer geworden sind. Vor allem für jene Menschen, die das öffentliche Verkehrsmittel nicht in Anspruch nehmen können. Ja, wir nur Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ansprechen, die im Handel tätig sind, die letztendlich sehr oft geringfügig Teilzeit arbeiten, geteilte Dienste haben oder Menschen, die an und für sich aufgrund ihrer Tätigkeit, ob das im Gesundheitsbereich ist, ob das in der Pflege ist, ob das im Sicherheitsdienst ist, die grundsätzlich Wechseldienste, Abenddienste, Nachtdienste haben und dadurch keine Möglichkeit haben, das öffentliche Verkehrsmittel in Anspruch zu nehmen. Und letztendlich, gerade wenn ich jetzt vom Handel spreche, wo Teilzeit oder geringfügig gearbeitet wird, wissen Sie natürlich, was für Einkommen das diese Menschen haben. Und wo eigentlich die Kosten für ein Auto gestiegen sind, möchte ich dann darauf noch genauer eingehen. Also im Prinzip muss ich sagen, für Pendlerinnen und Pendler ist die Situation schlichtweg inakzeptabel geworden. Ja, jetzt Punkte anzusprechen, nicht nur einfach Schlagwörter zu sagen, wo sind wir eigentlich im Prinzip gestiegen? Die Nova ist letztes Jahr wieder schmerzlich erhöht worden. Genauso hat man darüber hinaus nochmal die CO2-Steuer eingeführt. Und letztendlich im Jahr 2022 wurden die Pendlerpauschale und der Pendler aufgrund der Teuerungen erhöht. Und im Juni 2023 hat dann die Bundesregierung gesagt, wir streichen wiederum die Erhöhung der Pendlerpauschale, wie wenn es an und für sich die Teuerung in dieser Form eigentlich nicht gegeben hätte. Und ich darf jetzt ein paar Beispiele sagen. Der Autokostenindex, der beinhaltet, wie für das Auto der Service, die Reparatur, die Versicherung. Und ich darf jetzt nur eine Spanne von 4 Jahren hernehmen. Von Jänner 2020 bis Dezember 2023. Dort ist dieser Autokostenindex um 30% gestiegen. Und dort reden wir jetzt nur, wie zum Beispiel, was macht die Reparatur aus, was macht Service aus, wie sind die Versicherungen gestiegen. Und letztendlich möchte ich aber auch darauf hinweisen, wie ist der Benzin, wie ist der Diesel gestiegen. Letztendlich, wenn ich nur hernehme, jetzt seit Weihnachten 2023 bis einschließlich 19. Februar, das heißt eine Spanne von 2 Monaten, wenn man da den Normalbenzin hernimmt, hat er am 25. Dezember 1,483 Euro ausgemacht und am 19. Februar hat er 1,604 Euro ausgemacht. Oder zum Beispiel der Dieselpreis ist vom Dezember mit 1,594 Euro auf 1,725 Euro bis Mitte Februar gestiegen. Alleinig in diesen beiden Monaten, wie sich an und für sich wieder diese Kosten für Pendlerinnen und Pendler, die auf ihren Pkw angewiesen sind, eigentlich ausgewirkt hat. Was ist letztendlich passiert? Und ich behaupte grundsätzlich, dass die Pendlerpauschale total unfair und total unsozial ist. Letztendlich richtet sich die Pendlerpauschale rein mitunter auf den Verdienst des Arbeitnehmers. Letztendlich wissen wir ganz genau, wenn jetzt jemand die gleiche Fahrleistung auf seinen Arbeitsplatz hat und dort ist der Herr Geschäftsführer oder der halt sehr gut verdient und dort ist eine Mitarbeiterin, die im Reinigungsdienst oder im Handel ist, dass die Hälfte der Pendlerpauschale bekommt, wenn sie sie überhaupt bekommt, als Teilzeitkraft oder geringfügig Beschäftigte und natürlich die gleichen Ausgaben haben, weil der Benzin und der Diesel ist für jeden gleich, sage ich jetzt einmal.
Ja, und dazu möchte ich auch sagen, dass diese Pendlerpauschale, und das ist die Forderung seitens der SPÖ Burgenland, das ist die Forderung des Pendlerforums, dass hier diese Erhöhung der Pendlerpauschale sofort zurückgenommen wird und die Pendlerpauschale letztendlich auf faire Füße gestellt werden muss. Das heißt, die muss vom Freibetrag auf den Absatzbetrag umgemünzt werden. Das heißt, wir haben das ja schon im Bereich des Pendler-Euro, ist es so, dass die gefahrene Wegstrecke zur Arbeit gleich viel wert ist, unabhängig, was jemand verdient. Ich möchte auch noch festhalten, das amtliche Kilometergeld, das wurde zuletzt im Jahr 2008 angepasst. Sprich, das sind 16 Jahre. Und dort muss man grundsätzlich sagen, dort ist die Forderung ganz, ganz klar, dass wir hier auch dieses amtliche Kilometergeld, dass dieses angepasst werden muss. Ich glaube, mehr wie gerechtfertigt. Wir haben das auch noch für sich gesehen im Autopreisindex, beziehungsweise bei den Kosten für den Sprit, wie sich der in den letzten Jahren entwickelt hat und letztendlich hat man 16 Jahre das amtliche Kilometergeld in dieser Form nicht angepasst. Das ist die Forderung, die mir persönlich sehr wichtig ist, die dem Pendlerforum sehr wichtig ist, dass wir hier unsere Pendler auch nicht im Regen stehen lassen, sondern sich ganz einfach fair einsetzen. Ja, und natürlich wissen Sie, und es vergeht ja eigentlich keine Landtagssitzung, wo nicht auch die Situation im Bereich der Energie besprochen wird. Wir wissen ganz einfach, dass hier massivste Auswirkungen hat auf die Menschen in unserem Land und darüber hinaus. Energie ist natürlich ein Thema, das uns alle betrifft, weil uns diese Kosten an und für sich vielen, vielen Menschen massivste Probleme machen, so wie jetzt einmal die Auswirkungen sind. Und, wir haben gestern einen Antrag im Landtag behandelt und dort wird halt auch von der Opposition immer wiederum dieses Thema eigentlich mehr oder weniger sehr polemisch betrachtet, sage ich jetzt einmal. Und mein Zugang ist, dass man mit dem Vertrauen und mit der Sicherheit der Burgenländerinnen nicht spielt. Und auch in vielen Bereichen, glaube ich, ist es wichtig, dass man keine Polemik hier walten lässt, ob das in der Migration ist, ob das im Bereich der Arbeitsplätze ist, ob das im Bereich der Gesundheit, ob das im Bereich der Pflege ist, aber auch nicht im Bereich der Energieversorgung, die wir ja tagtäglich auch brauchen, sage ich jetzt einmal. Und ich habe auch dort ganz ehrlich habe ich versucht, mit der Opposition und mit allen Fraktionen ganz einfach, habe ich gebeten, hier eben nicht Populismus spielen zu lassen und hier mit Fakten sprechen zu lassen. Und wenn es darum geht, die Energie und dass die Burgenland Energie auch hier jetzt hernehme und was hat das Land Burgenland an und für sich hier auch unternommen, um den Menschen ganz einfach grundsätzlich hier zur Seite zu stehen, die Menschen in unserem Land zu unterstützen. Es hat in Burgenland 5 Entlastungsmaßnahmen dazu gegeben. Und letztendlich hat es die erste war, dass die Burgenland Energie 1922 keine unterjährliche Erhöhung gemacht hat, wie viele andere Energieversorger. Im Jänner 2023 gab es hier noch Rabattierungen auf den Energiepreis. Im April 2023 gab es eine Senkung der Energiepreise. Hier hat man dann den Tarif unabhängig 1.0 geschaffen. Und im Oktober 2023 gab es nochmal eine Senkung mit dem Tarif unabhängig 2.0. Und im Jänner 2024 gab es hier die Senkung der Energiepreise auf ÖPSI, das ist der Strompreisindex, und der ÖGPI, der Gaspreisindex, ebenfalls. Und wie Sie höchstwahrscheinlich schon auch, gibt es jetzt darüber hinaus, mit April 2024,
eine weitere Senkung der Energiepreise mit den Optima unabhängig 3.0. Und ja, letztendlich, sage ich jetzt einmal, ist es ja auch wichtig, und auf das möchte ich auch hinweisen, dass wir hier eine Versorgungssicherheit haben, eine Sicherheit der Menschen haben. Es gibt sehr viele, die an und für sich ihren Anbieter, ihren Stromanbieter, ihren Gasanbieter in dieser Form gewechselt haben. Aber letztendlich wissen wir auch, dass es sehr viele Kunden gab in dieser Zeit, wo letztendlich dann Anbieter in Konkurs gegangen sind, vom Markt gekommen sind, die letztendlich dann nicht mehr die Energie lieferte. Und dann muss man ganz einfach wiederum einen Anbieter suchen. Das Burgenland hat immer die Burgenland Energie hat immer wiederum auch Kunden zurückgenommen, gar keine Frage, die letztendlich hier auch den Versorger wechseln müsste. Die DIVAG oder auch die FAIN haben Anfang 2023 hunderttausende Kunden aus den Verträgen geschmissen und auch gekündigt. Mitten in der Energiekrise, glaube ich, ist es auch sehr wichtig, dass man hier ganz einfach einen Partner hat, einen verlässlichen Partner hat. Und ich glaube, das tut kein einziger politisch Verantwortlicher, das will, dass Menschen ganz einfach keinen Strom oder kein Gas nicht haben. Sicherheit ist ganz wichtig und hier steht auch stehen wir und auch die Burgenland Energie auf der Seite der Menschen. Und es ist ganz wichtig, dass man sich dort ganz einfach als Mensch auch darauf verlassen kann, Sicherheit zu erfahren. Es hat keinen einzigen Anbieter gegeben, wie die Burgenland Energie, die mitten in der Krise dreimal die Preise gesenkt haben. Und letztendlich möchte ich auch hier, haben wir herausgesucht, das ist der Stand 20.02.2024. Hier sehen Sie die Strom- und Gasanbieter. Das kleinste Landes-EVU-Unternehmen sind die günstigsten Anbieter. Im Bereich Strom die Burgenland Energie an zweiter Stelle und im Gas als Gasversorger an erster Stelle die Burgenland Energie gestanden ist. So geht's dann. Und es ist schon auch, und das möchte ich auch erklären, es wird schon dort auch immer wieder betont, und gerade das Burgenland ist ja Vorreiter im Bereich der erneuerbaren Energie. Letztendlich sind wir dort aufgrund unserer Entwicklung rechtzeitig und das Burgenland dort im Ausbau der Windenergie sind wir Vorreiter, nicht nur österreichweit, sondern europaweit. Haben schon vor mehr als 10 Jahren oder vor 10 Jahren hat das Burgenland schon rechnerisch mehr Strom erzeugt, wie im ganzen Burgenland gebraucht wurde, sage ich jetzt einmal. Jetzt liegen wir, Entschuldigung, weit darüber hinaus bei 160-170% Strombedarf. Und letztendlich kommt dann auch immer wiederum der Vorwurf, naja, wenn man eigentlich den Strom mehr oder weniger im Land selber erzeugen, dann dürfte das ja kein Problem sein, und das dürfte an und für sich der Strom vor allem nicht in dieser Form auch so teuer sein. Letztendlich muss man aber grundsätzlich schon unterscheiden. Strom ist nicht gleich Energie. Und letztendlich muss man auch sagen, wenn man vom Wind abhängig ist, hat man trotzdem die Situation, dass der Wind nicht immer down geht, wenn ich an und für sich diese Energie oder diesen Strom brauche. Und letztendlich wissen wir auch, in Zukunft wird es eine große Herausforderung werden, wie wir auch Energiestrom in dieser Form speichern können. Das ist eine der größten Herausforderungen, die wir ja letztendlich haben, den Strom dann auch zu speichern und dann letztendlich in das Netz einzuspeisen, wenn es die Menschen auch brauchen. Und hier gibt es auch immer wiederum, wir wissen ganz einfach, dass wir 8.700 Stunden hat ein Jahr,
Und letztendlich wissen wir im Schnitt, dass sich Windräder, der Wind an und für sich auf 2000 Stunden beschränkt im Jahr, wann Energie erzeugt wird. Und wenn die Windräder stillstehen, dann habe ich leider keine Energieerzeugung und auch keine Stromerzeugung. Ja, wir haben auch in dieser Form ganz einfach die Diskussion in jener Richtung, dass es hier auch letztendlich die Übergewinnsteuer, die sich der Bund von den Energieanbietern letztendlich gesetzlich abgedeckt hat und das Burgenland hier als kleinster Energieversorger mit 17 Millionen Euro letztendlich, das haben die Kunden einbezahlt. Hier hat der Finanzminister und die Regierung in dieser Form ganz einfach für sich einbehalten haben. Letztendlich sind wir hier der Ansicht, dass es den Kunden und den Burgenländerinnen und den Burgen, die Kunden bei der Burgenland Energie sein, an und für sich zusteht, diese Mehrkosten oder diese Steuer, dass die auch wiederum zurückfließen müsste. Und hier sind wir auch dabei, dass das Land Burgenland ganz einfach diese einfordert und diese auch gerichtlich einfordern wird, um diese wiederum an die Menschen, an die Kunden und Kundinnen letztendlich zurückbezahlt. Ja, und es gibt jetzt auch ein weiteres Paket. Hier hat das Land Burgenland, der Landeshauptmann mit der Arbeiterkammer und mit der Burgenland Energie ein umfassendes Paket für Klarheit und Sicherheit vorgestern präsentiert. Hier gibt es ganz einfach, dass es letztendlich einen weiteren Termin, einen neuerlichen Tarif geben wird. Und zwar, das ist der Optima 12 unabhängig 3.0. Hier wird der Tarif dann ab April mit 14,9 Cent und bei Strom um 5,7 Cent pro Kilowattstunde beim Gas, wird dort ganz einfach in dieser Form tarifiert. Und es ist auch sehr wichtig, dass man eine Sicherheit hat. Letztendlich wissen wir ja, wie diese Situation der Energiepreise schwankt. Und letztendlich, glaube ich, muss man auch eine Sicherheit, eine Preissicherheit haben. Und diese ist dann wiederum für die Kunden in unserem Land und die Kunden für die Burgenland Energie gewährleistet und gesichert. Und das ist eine ganz wichtige Situation, die wir hier vorfinden. Und dort stehen wir auch hinter unseren Energieversorger der Burgenland Energie. Ja, vielen Dank. Das waren gestern eben auch Themen, die im Landtag sich wiedergespiegelt haben, wo es auch Aktuelle Stunde, dringliche Anfragen und so weiter gegeben hat. Und auch viele dieser Punkte wurden gestern und zur Kehrzeit auch besprochen, eingefordert, diskutiert, heftig diskutiert, weil das Landesparlament letztendlich auch die Bevölkerung widerspiegeln soll, wo die Abgeordneten auch die ganz klare Aufgabe haben, diese Probleme der Bevölkerung dorthin zu tragen. Ich darf Sie nur kurz um Ihre Geduld noch bitten. Jetzt weiß ich, dass Sie was anderes tun haben, als sich täglich mit Gemeindefinanzen auseinanderzusetzen. Aber ich denke, Sie wissen prinzipiell, wie kommt beispielsweise, wie verwendet kriegt die Gemeinde Geld? Die kriegt sie über die Ertragsanteile vom Land. Die Ertragsanteile heißen Hauptwohnsitz, heißt pro Hauptwohnsitzer so und so viel Geld für ein Jahr. Wo hat das Land das Geld her? Vom Bund. Also für die Gemeinden, für die Ertragsanteile ist der Bund zuständig. Das Land spielt sozusagen Bote in dieser Geschichte. Weil der Bund verhandelt mit den Ländern den Finanzausgleich. Und Sie wissen, im Finanzausgleich, der Bund hat ja alle Steuern. Das Land Burgenland oder alle Länder haben ja wenig Steuereinnahmen. Weil der Großteil kommt dem Finanzminister zugute, wenn du von sehr teuren Benzin und Diesel und so weiter sprichst, dann muss man auch wissen, dass der Finanzminister pro Liter, je nachdem, zwischen 47 und 52 Prozent kassiert. Und das ärgert mich so, dass man in Zeiten wie diesen, wo sich die Verkäuferin, Einzelhandelskauffrau,
ja bald dreimal in die Firma fahren, am Tag nicht mehr leisten kann und zahlt aber durchschnittlich 50% dem Finanzminister für jeden Liter, den sie tankt. Und das ärgert mich, weil das haben fast alle europäischen Länder verändert. Zurück aber jetzt zu den Ertragsanteilen. Nur das kommt halt bei der Einzelhandelskauffrau. Die Ertragsanteile ist also der Bund zuständig. In den letzten Jahren haben sie immer wieder mitgekriegt, das ist wurscht, ob rot oder schwarz. Die Landeshauptleute, Frauen, haben ja immer wieder mit dem Finanzminister verhandelt und haben gesagt, hallo, gebt uns mehr Geld. Die Teuerung, die Inflation, die Energiekosten für die Gemeinden, wir geben mir das weiter, den Gemeinden, werden teurer und teurer, wir können uns nichts mehr leisten. Das hat es aber nicht gespürt. Da hat man sich über alle Parteigrenzen hinweg mit den jeweiligen Finanzministern nicht geeinigt. Jetzt, Ende 2023, hat die letzte Finanzausgleichsverhandlung dann stattgefunden. Das hat zwar am Anfang nicht schlecht ausgeschaut. Warum? Weil es wirklich jetzt mehr Gelder gibt, aber da sind zwei Dinge drinnen. Und jetzt höre ich dann wirklich auf, weil das ist sehr bürokratisch, aber das hilft nichts. Man muss die Dinge auch wissen, wenn man dann berichtet, über warum die Gemeinden nicht mehr Geld kriegen vom Land, was eigentlich der Bund zuständig ist. Da waren zwei Dinge im Finanzausgleich. Das erste, da ist ein Vorschuss von 300 Millionen drinnen. Das heißt, der Finanzminister hat den Bundesländern 300 Millionen Vorschuss gegeben, weil die gejammert haben und gesagt haben, die Gemeinden kennen nicht mehr, wurscht ob in Tirol oder in Burgenland, und hat gesagt, der Finanzminister, aber ihr müsst uns das zurückzahlen. Nämlich ab 25 beginnend bis 27 müssen die Länder jetzt wieder dem Finanzminister das zurückzahlen. Und zum zweiten Maßnahme, die sich gut angehört hat, ich habe mich gefreut darüber, nämlich dass man gesagt hat, okay, ihr kennt, wenn ihr was investiert, kennt ihr euch eine Kofinanzierung vom Bund abholen. Für bestimmte Projekte. Das große Thema ist nur, wir haben das groß verkündet, haben mit den Gemeinden geredet, dass die Gemeinden kein Geld haben. Das heißt, der kann dann trotzdem sein Infrastrukturpaket, sein Energieinfrastrukturpaket, kann er nicht auslösen, weil er kein Geld hat. Weil er kriegt diesen 50%, ja, das ist super, an, diesen 50%igen Zuschuss vom Bund kriege ich nur, wenn ich die erste Hälfte auslässe. Aber ich kenne keine Gemeinde, da kriegt ihr das ganze Geld noch. Sehr in viel, Wien, sehr viel, nämlich gerade 90%, was ich mir in den letzten Zahlen erinnern kann, weil die Gemeinde es nicht auslösen kann. Und das ist das große Problem. Also nur um die Systematik des Finanzausgleiches zu besprechen. Und das, also Bund zuständig für den Finanzausgleich, also für die Gemeinden. Land kann die Gemeinden nur über Bedarfszuweisungen unterstützen. Das heißt, die Gemeinden kommen zum Landeshauptmann, der ja Finanzminister quasi des Bundes, des Landes ist, fast wie in allen Bundesländern, und sagt, ich muss jetzt die Schule, den Kindergarten erweitern oder restaurieren oder ich brauche dringend 1, 2, 3. Und dann kann der Landeshauptmann über bestimmte Bedarfe dieses Geld hergeben, aber das kann er auch noch haben, weil das vom Bund kriegt, beziehungsweise selber erwirtschaftet. Und das Zweite, was mich ganz wütend stört, aber da müssen wir jetzt helfen. Ich weiß die letzte Zahl nicht mehr, Fabio, vielleicht weißt es du oder du. Der Punkt ist der, dass die Bundesländer nicht alle pro Hauptwohnsitz das gleiche kriegen. West-Ostgefälle. Ja, das ist ein West-Ostgefälle. Der Bürgermeister für Kitzbühel kriegt für seinen Hauptwohnsitzer viel mehr Geld, als wie der Bürgermeister von Oldendorf. Das heißt, die Bundesländer sind nicht gleichgeschaltet. Und wir sind eigentlich, da gibt es auch eine Tabelle, die ich jetzt aber nicht da habe, wo wir am letzten Ende hängen als Burgenland. Bei uns ist also der Hauptwohnsitzer viel weniger wert als der in Vorarlberg, Tirol und sonst wie. Und das verstehe ich nicht. Weil wir sind ein Land, wie andere Bundesländer auch, aber mit keiner Infrastruktur. Und dann muss ich ja da mehr hingeben und noch dazu ein Pendler, ein Land, da muss ich ja mehr hingeben und nicht weniger. Aber es ist so. Das konnte auch nicht herausverhandelt werden. Und das ist eigentlich schon. Also das wollte ich, verzeihen Sie, dass ich jetzt das noch verlängert habe, weil mir ist bewusst, ich habe vorher eingeschaut, übrigens entschuldige, ich habe inzwischen müssen zurückschreiben, da ist eine Entscheidung gekommen, die heute Nachmittag jetzt wieder kurz das Handy in die Hand genommen. Also verzeihen Sie, dass wir jetzt lange gebraucht haben, aber Sie sind jetzt endlich am Wort und wir freuen uns natürlich über Ihre Fragen.